Und dann verlasse ich mein Haus und baue mein Zelt auf. Und darüber rede ich schon seit Jahren. Auf jeder Party, auf der ich Aber nicht Mann. So ist Beckmann. Nee. Nein. Warum darf man darüber nicht auf Cocktailparty sprechen? Weil keine Sau über Zelte auf Cocktailparty spricht. Was? Wenn ich sage, ich habe mir gerade für 3000 Zacken ein neues Familienzelt geholt, weil das alte war kacke. Ja, du sprichst das an, aber das ist ja kein Gesprächsthema normalerweise auf einer Cocktailparty. Sondern darüber, da gibt's ein, das steht im Bundes, das steht im BGB. Es gibt bessere Gesprächsthemen auf Cocktailpartys als ein Familienzelt. Man redet auch über Zelte auf Cocktailpartys. Ja, natürlich. Das ist ja das Geile, auf Cocktailpartys, da redest du über jeden Scheiß. Nee. Da redest du, ach was, über was? Nur über die Strumpfhose von Rihanna oder was? Aber nicht über Zelte. Selbstverständlich. Nee. Über mein Zelt schon. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Warum soll ich denn nicht über Zelte reden dürfen? Nein. Beide sagen nein. Ja, aber warum? Ihr sollt mir begründen, warum ich... Ja, weil es geht darum, mein typisches Thema auf einer Cocktailparty. Das und ein Familienzelt ist kein typisches Thema. Warum das denn nicht, wenn ich es zum Thema mache? Nee. Wenn ich es zum Thema mache. Dann kannst du ja jeden Begriff zum Thema machen. Das ist ja quasi. Das ist ja das Geile bei Cocktailpartys. Du kannst nicht. Außerdem spricht Mann. Also, es ist ein allgemeines. Ja, genau. Beckmann reißt das Thema. Nee. Beckmann kriegt drei Karten jetzt. Ja, also, tut mir leid. Unter Protest.